So Leute, erstmal guten Tacho. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir steht jetzt circa 4 Stunden Fahrt bevor. Wir haben heute Pfingstsamstag und ich bin jetzt unterwegs, wie in meinem letzten Kurzvideo angekündigt, Richtung Osten mit Zwischenstopp am Kaffee 36 am Kyffhäuser. Und ja, meine erste lange Fahrt mit der Harley. Und heute, also Samstag heute, erstmal gemütlich am Kyffhäuser quasi treffen. Da treffe ich mich, wenn alles gut geht, mit dem Gixapad und mit meinem Kumpel Christian, den ihr aus meinen Videos kennt, von den Rideouts. Aber wir haben jetzt 7 Uhr, wir haben 7 Grad, also es läuft. Bin dick angezogen, relativ dick. Ja, hab jetzt auch schon einige Mopeds gesehen, auch alle vollgepackt mit Gepäck. Ich denke mal, die machen sich alle auf Pfingsttour. Genauso wie ich. Bei mir hat alles in die Koffer reingepasst, ich brauchte keine Tasche hinten drauf, nix. Hab jetzt aber auch echt wenig nur mit. Ich habe nur ein Zelt mit, kleinen Schlafsack, kleine Isomatte, so eine aufblasbare. Die ist auch wirklich nur ganz klein, wenn die leer ist. Nicht mehr mein Riesenteil da. Ja, und ja, Zelt, das ist meine Hundehütte, mit der ich vor Jahren schon im Osten gepennt habe. Mal gucken, ob der überhaupt noch reinpasst. Und ich hoffe, das Ding ist auch noch relativ vollzählig. Also vollständig, so. Boah, kann nämlich sein, dass da auch wieder was fehlt. Ich habe nämlich nicht nachgeguckt. Egal, jetzt soll nicht regnen, sonst penne ich einfach, als wäre es ein Biwaksack. Ist mir auch egal. Ja, ein paar Wechselklamotten und das war's schon. Ja, und ein Regenkondom habe ich mir mitgenommen, aber es soll trocken bleiben. Auf der gesamten Strecke dahin und zurück am Montag auch. Ja, morgen geht es dann zu den sächsischen Tourenfahrern. Und, aber das werdet ihr alles sehen. Am Kyffhäuser, wenn ich mich mit einem Gixapad treffe und da die Strecke zum Denkmal hochfahre, das wird ich denke mal, das wird ein gesondertes Video. Das heißt, es gibt mindestens 2 Videos von diesem Wochenende. Ich brauche mehr Details. Und mal schauen. Ich muss halt jetzt auch gucken. Ich habe halt nur 2 große Speicherkarten mit. Ich will versuchen, so wenig unnötiges Zeugs zu filmen, wie es nur geht. Wie die Wichse an der Hand. Und bin gespannt, ob die Handyhalterung hält. Schleichwerbung am Rande. So, wir sind in Dortmund. Wir haben schon die ersten 70 Kilometer gemacht. Da ging jetzt relativ fix, obwohl ich mich hinterm LKW geklemmt habe. Und ich glaube, dass wir hier gleich rechts auch am Stadion vorbeikommen, wo die sogar genau heute spielen. Ich glaube sogar die Chance haben, mal wieder die Schüssel zu holen. Ich weiß gar nicht genau, ich bin da nicht so drin in der Fußballwelt, aber ich meine, letzte Tage irgendwann mal im Radio gehört zu haben, dass der BVB die Chance hat, deutscher Meister zu werden. Ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist. Keine Ahnung, nagelt mich da nicht fest. Aber ich weiß, dass heute hier ein Spiel ist, weil ein Kollege aus Berlin das bei uns in die Gruppe geschrieben hat, dass er heute nach Dortmund fährt, weil die spielen. Und ich glaube, er wird sich den Weg nicht, er wird den Weg nicht auf sich nehmen, wenn es kein wichtiges Spiel wäre. Richtung Kassel müssen wir, 44. So, glaube ich zumindest. Genau, weil da ist der Fernsehturm. Irgendwo da hinten ist er auf jeden Fall. Bin da schon ein paar Mal angefahren, aber ich wusste halt nicht mehr, von welcher Richtung ich jetzt genau komme. Ich bin jetzt nicht mehr so der große Fußball-Johnny, aber ich drücke dem BVB die Daumen heute. Und ja, für mich geht es weiter Richtung... Ich muss weiter auf die 44, Richtung Kassel. Ich fahre sogar durch Kassel quasi da und dann von da aus Richtung, ja, wie heißt das? Kyffhäuser, genau. So Leute, könnt ihr sehen, die ersten 100 Kilometer sind geschafft. Ja gut, mittlerweile schon 107 Kilometer. Und ja, fahre hier ganz gemütlich, jetzt gerade tucker ich hinter so einem LKW hinterher, ein bisschen die Hand, den Finger entlasten. Das mit dem Kapselriss ist immer noch nicht klar, es wird langsam besser, aber es ist immer noch ein bisschen schmerzhaft.
so lange aushalten, dass ich damit nach Leipzig fahren kann, auf jeden Fall. Aber wenn man weiß, dass man ein bisschen schonen kann irgendwie, solange hier so ein LKW rumeiert, dann mache ich das. Ich glaube, wir sind durch. Ah, guck mal, hier ist schon der Möhnesee. Krass, das ist gar nicht so weit, der Möhnesee. Da war ich. Ja, ich bin da schon mal vorbeigefahren, hab da noch nie angehalten. Jetzt fahre ich wieder vorbei und halt nicht an. Scheiße. Eigentlich ist das auch mal eine Tour wert, zum Möhnesee zu fahren, oder Leute? Vielleicht einen etwas längeren Ride-Out über Landstraße da hinten. Müssen wir mal schauen. Ah, erstmal die Füße wieder nach vorne jockeln hier. Ja. Ich denke mal, Akkus habe ich genug mit. Ich habe meine große Powerbank mit für die Kamera. Und zwischendurch lasse ich mal die 360 Grad laufen. So ein bisschen, sagt man, keine Ahnung, Rolling Shots. Ja, nee, stimmt nicht so ganz, aber. Ja. Oh, Benzin hat sich auch noch nicht viel getan. Jetzt werde ich wirklich sehen, wie weit ich mal komme mit so einer Tankfüllung, so ungefähr. Weil sonst bin ich ja immer nur bei mir in der Ecke gefahren. Stop and go, Gas geben und so weiter. Jetzt fahre ich ja quasi so in einem durch. Bin mal gespannt, wie weit ich hier mit so einer Tankfüllung komme. Und die Schweine haben über Pfingsten den Sprit teurer gemacht. Ich habe Anfang der Woche noch getankt, Auto. Und da war ich bei 1,70. Jetzt, heute Morgen, habe ich für 1,90 getankt. Also für etwas über eine Stunde. Was sind das denn für Schweine? Das gibt eine Anzeige. Gott sei Dank war der fast voll. Aber ich dachte mir, machen wir voll den Eimer. Und ja, mal gucken hier. Bin mal gespannt sowieso mit den Tankstellen. Aber naja, so eine lange Fahrt habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. Gerade so in die Richtung. Aber ist ja egal. Ich glaube, die Halle wird schon nicht verdursten. Benzinpreise, die werden auch immer mehr. Mal gucken. Entweder melde ich mich beim nächsten Tankstopp oder wenn die nächsten 100 Kilometer um sind. Oder mal gucken, vielleicht passiert noch irgendwas. Oder vielleicht sehe ich irgendwas Cooles zwischendurch. Dann schalte ich natürlich die Kamera ein, Leute. Sehr gut. Erster Tankstopp, erste Pause. Was habe ich jetzt hier? 20 Minuten gestanden, mal die Hände ein bisschen wieder in Bewegung gebracht. Jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt noch ungefähr 130, 140 Kilometer. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie komme ich hier raus? Da komme ich raus. Okay. 2,10 Euro. Ja, leck mich am Arsch, ey. Jetzt merkt man noch langsam, wie Sonne wie sie ballert. Ah, was heißt ballern, aber ja gut, jetzt wird es wieder frisch bei Fahrtwind. Ein bisschen wärmer hätte ich mich anziehen können, aber es geht gerade noch so. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Autobahn ist rechts rum. Ja, jetzt geht es weiter auf der Autobahn. Ein Stückchen auf der A7, dann haben wir noch ein Stückchen, genau, Richtung Hannover muss ich. Ein Stückchen auf der A38. Ja, was heißt Stückchen? Ich glaube 100 Kilometer. Ja, rechts muss ich, ihr hört es. Und ein bisschen Musik im Hintergrund. Ja, das muss ich wegschneiden, weil sonst YouTube meckert. Ich bin noch auf A7. So. Ja, jetzt noch die letzten 130 Kilometer. Was heißt die letzten? Bis zum Checkpoint sozusagen. Mit Aufenthalt, vielleicht was essen, was trinken. Ihr werdet es ja sehen dann. Und von da an, irgendwann heute Mittag, weiter Richtung Leipzig.
Aber auch das werdet ihr sehen. Ich eier dann jetzt erstmal weiter hier. Aber wir haben jetzt noch ungefähr, ich glaube, das sind 80 Kilometer noch. Bis zum Kyffhäuser. Ungefähr 80 Kilometer müssten das sein. Und jetzt kommt ja auch noch ein Tunnel. 1,7 Kilometer. Boah, jetzt wird mir kalt da drin. Hundertprozentig ist es arschkalt da drin. Und? Oh, meine Beine vibrieren jetzt schon. Oder die zittern. Oh, es hat kalt hier. Ey, aber der Sound. Das hört sich gut an hier. Ich muss jetzt eben kurz anhalten. Ich glaube noch 10 Kilometer oder was bis zum Kyffhäuser oder wie das da auch heißt. Ich bin schon im Kyffhäuser Landkreis oder Kreis, habe schon das erste Schild gesehen. Ja, und habe jetzt mal direkt hier meine Stromverkabelung verkabelt. Und das ist jetzt quasi das erste richtige Ziel heute, was ich jetzt anfahre hier. Bis jetzt super, super durchgehalten, die Harley, die gute Holly. Ich weiß gar nicht, wo ich hier stehe. Ich weiß es ehrlich nicht. Hier ist irgend so ein Matschhaufen. Es ist aber so eine schöne Strecke hier hin. Und ich habe da schon mit der, das werdet ihr jetzt schon gesehen haben, mit der Kamera aufgenommen. Hier richtig geile Kurven und so. Aber wenn es sowas bei uns gäbe, ich würde den ganzen Tag nur noch fahren. Ich würde kündigen, alles, ich würde nur noch Motorrad fahren. Bei uns gibt es sowas hier alles gar nicht. Aber geil, hat alles gut durchgehalten bis jetzt. Ja klar, da sieht man schon wieder den Matsch von den Schuhen am Auspuff. Aber das kommt dieses Jahr auch noch mit einem anderen Auspuff. Ich glaube, wenn ich zurück bin und Zeit habe, mache ich erstmal. Ja, aber das seht ihr dann. Ich will gar nicht zu viel verraten. So. Auch mit dem Sitzen gar keine Probleme. Ich habe gar keine Schmerzen am Hintern oder sonst hier was. Oh, hier ist irgendein Tier, bin ich da hängen geblieben. Egal. Und wir haben jetzt 364 Kilometer schon runter. Und ja, ich glaube, jetzt sind nur noch 10 Kilometer. Vielleicht muss ich eine andere Ausfahrt nehmen, weil da wohl irgendeine gesperrt war. Sonst wäre ich eigentlich jetzt schon da. Oder vielleicht bin ich schon da und weiß es noch nicht. Das kann natürlich auch sein. ja, und ich muss auch mal eben nochmal die Hand ein bisschen. Also man merkt es schon, wenn ich so ab 130 Kilometer tut die Hand richtig weh. Und ich bin jetzt beim ersten Mal bis zum ersten Tankstopp. Ich glaube, da waren 250 Kilometer, habe ich durchgehalten. Und den Tankstopp habe ich aber auch, da habe ich 20 Minuten Päuschen gemacht, weil ich konnte mit der Hand echt nicht mehr, beziehungsweise mit dem Finger. Auch wenn ich mich nicht festkrallen muss hier, aber auf die Dauer ist das schon noch schmerzhaft mit dem Kapselriss. Ich werde mir gleich erstmal eine Schmerztablette reinpfeifen. Aber ansonsten, wirklich eine sehr schöne Fahrt. Ich habe wirklich, also ich weiß nicht, mehr als sonst, mehr als früher mir die Gegend angeguckt. So. Macht mehr Spaß, als nach vorne zu gucken. Und jetzt haben wir hier noch ein bisschen schönes Stück Landstraße. Zum Kyffhäuser hin. So, hier kommt ein richtig Urlaubsfeeling auf. Da rechts irgendwie so ein Schloss oder irgendwie was. Das ist so richtig gebirgisch. Das erinnert mich auch so, als wenn ich jetzt durch Siebengebirge fahren würde. Schön hier, ey. 14 Kilometer! Ach, hey je, na gut. Ich hätte gedacht, wir wären schon längst da. Oh ja.
So, irgendwas hat die GoPro gerade angezeigt, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit es noch ist. Deswegen lass die Kamera jetzt mal laufen. War so ein kleiner, ja, Gebirgspass würde ich jetzt nicht sagen wollen, aber so kleine Serpentinen, die habe ich vorhin mit der Insta aufgenommen. Werdet ihr jetzt schon gesehen haben. Aber hier hast du andauernd solche Kurven hier. Links, rechts und echt cool. Ach, ich bin schon da. Ich bin ja schon da. Ja, krass. Wie? Ja, dann schauen wir mal hier. Boah, hier ist aber ganz schön was los. Ja, lecko funny. Gucken wir mal, ob irgendwo Platz ist für mich. So. Boah, schöner Golf 1, leck mich am Arsch. Schöner W124. Ah, was ist denn hier los? Geil. So verhunzt. Ach, das ist ja hier. Ich hab's überlebt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh. Oh. So, Leute. Jetzt haben wir quasi vom Kiffhäuser wieder weg. Da oben bin ich gewesen. Leute, das war wirklich Skorpedius in Gefahr. Aber es ist krass, was mein Kumpel da für ein geschichtliches Wissen hat. Nicht nur von hier, sondern allgemein. Ich hatte quasi direkt Burgführer dabei. Wenn man das so nennen kann. Ja. War interessant. Ich glaube, die Hälfte habe ich wahrscheinlich wieder vergessen, aber mehr aus Angst als aus Desinteresse. Aber ich bin da hochgelaufen und wieder runtergelaufen. Aber wir werden sehen. So, Leute, wir sind jetzt wieder weg am Kyffhäuser und das, was am Kyffhäuser und die Strecke hoch gewesen ist, und das ist ein extra Video. Ich sag nur, Skorpedius in Gefahr. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Absolute Höhenangst. Angstschweiß. Ich weiß nicht, was man dazu alles sagen kann, aber es war cool. Und jetzt genieße ich die Fahrt vom Kyffhäuser. Wir sind gerade aus der Ortschaft raus. Die Landstraße Richtung Leipzig sozusagen. Ist da, wo der gute Kollege wohnt. Und dann machen wir uns einen gemütlichen, entspannten Abend im Garten mit Feuer und Grill. Ich werde nicht sagen, aber fahren wir nach Ägypten? Da ist so eine komische Sandhaufen, was aussieht wie eine Pyramide. Und hinter diesen ganzen Industriegebieten da auch. Das kann man jetzt leider nicht sehen. Und eben ist auch noch eins gewesen. Irgendwie, was ist hier los? Sind da irgendwelche Sandwürmer, die da raus klettern? Oder keine Ahnung.
Irgendwie so. Sieht aus wie Pyramide, so ein bisschen. Aber wahrscheinlich wird da nur gebuddelt oder so, ne? Irgendwas abgebaut und der Rest da oben hingefördert, aber vom Weiten sieht das aus, als wären die Pyramiden. Das habe ich schon oben gesehen, als wir auf der Burg waren, da oben, in diesem Turm, wo ich da oben war. Du siehst einfach aus wie so ein Bauarbeiter, ey. Alter. Oh Mann.